Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play. Der Herr hat die Schlacht um Mittelerde 2 im Eder, nicht im Eder, sondern im Ringkrieg. Ich bin das noch so gewohnt. So, wo hast du denn deinen Drachen hingetan? Der hier immer noch? Der haut jetzt ab. Der hat jetzt doch keine Lust mehr. Genau. Ja, der hat jetzt keine Lust mehr. Das ist natürlich doof. Ja, ich hab's probiert. Ich hätte natürlich erstmal auf den Turm gehen können. Den hätte ich sicher platt gekriegt. Hätte ich mir nicht ja, die Festung... Ja, den hättest du platt gekriegt, aber, ja. Naja, geht auch so. Geht auch so, ja, den kriegen wir auch hin. Ja, ist ja noch ausbaufähig alles, ne? Eben. So, ich mute mich mal, genau. Dann geht's nämlich weiter. Mal. Und wie gesagt, den ersten Angriff haben wir auf jeden Fall schon mal abwehren können. Das muss man so erstmal sagen. So, wir können jetzt erstmal hier mal ein, zwei Ork-Krieger schon mal bauen. Pankra ist doch stärker, als ich gedacht habe, muss ich sagen. So, wir haben jetzt hier erstmal zwei Türme, die sind auf jeden Fall erstmal sehr wichtig. So, Kluft, Spinnengrube, Schatzlager. Okay, muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Wie gesagt, ich spiele ja ursprünglich eigentlich die ganze Zeit Edain-Mod. Deswegen muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, was denn jetzt hier so vorkommt im Allgemeinen. Das neue Gebäude ist fertig. So, und da haben wir unseren ersten, ja, der Baumeister ist wieder im Einsatz. Bewegt euch, ihr faulen Hunde! Macht dich nützlich! So, ich denke, dass wir durchaus vielleicht sogar trotzdem noch eine Chance haben werden. Braucht nur mal auf jeden Fall Feuerpfeile. Es ist alles viel zu teuer. Wir haben viel zu tun. Könnten hier auf jeden Fall vielleicht noch so ein Holzfällerlager schon mal machen, damit wir das relativ zentral bei uns haben. So, er wird das, ich weiß nicht, wie er seine Armee auslegen wird. Er hat natürlich einen guten Vorteil bei der Festung hier. Aber wie gesagt, ich habe die Bohnen und Boni halt auf jeden Fall auf meiner Seite. Das muss man so erstmal sagen. So, ich werde hier auf jeden Fall schon mal ein paar Bogenschützen bauen. So, dann würde ich sagen, dass wir hier oben erstmal gleich mal noch einen Tunnel graben. Tunnel, komm her. Ihr wisst, was zu tun ist. So, dann müssen wir einfach die Zeit mal ein bisschen... Alles ein bisschen ruhig erstmal. So gesehen. Kankra ist ja schon Level 2. Wir können ja mal mit Kankra ein bisschen beobachten gehen. Ne? Das ist ja möglich. Markieren wir mal die 1. Und schauen mal, vielleicht finden wir ja so ein paar Minen oder so ein paar, keine Ahnung, so ein paar Tiere oder sowas in die Richtung auf der Karte. Das wäre nämlich auch gar keine so schlechte Sache. So, Bogenschützen sind jetzt auch bereit. Ich weiß nicht, ich glaube, hier haben wir zum Beispiel so ein Gebäude. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob er es eingenommen hat schon. Nee, hat er noch nicht eingenommen. Aber ich kann mir jetzt, glaube ich, gar nicht. Ah, hier zum Beispiel haben wir Waage. So, guck halt mal mit deinem Auge. Das Auge beobachtet uns. Ja. Da hat er natürlich die Sicht. Die Sicht ist natürlich auf seiner Seite. Habe ich eigentlich auch so eine Möglichkeit. Die Feuerdrachen. Ah, okay. Gut, ich hätte die Fledermäuse hätte ich auf jeden Fall. Die könnte. Ich glaube, hier oben war die Base, glaube ich. Noch mehr Ork-Krieger! Oder wo war die Base? Bin mir jetzt gerade nicht so. Ah, hier oben war die Base, glaube ich. Dann gehen wir uns einfach mal mit die Fledermäuse. Ah, hier. Oh, gucken wir uns einfach mal hier. So, na, guten Tag. Na, wie geht's? Ah, hier sind die Einheiten. Hier stehen sie, die Einheiten. Ist auch ganz lustig. So, was hat man denn? Ah ja, komm, leck mich. Ja, leck mich am Arsch. Will der Kankra töten hier? Ja. Okay, so, damit... Zurück an die Arbeit! Ihr wisst, was zu tun ist! Oh nein, den Baumeister, den kann er bekommen.
Kommt er den Turm? Oh, hier ist der Baumeister. Ja, damit nervt er halt ein bisschen. Ja, jetzt denkt er natürlich, ja, er hat es geschafft, aber... Oh, krass. Krass, krass, krass. Ja, okay. Gut, ich glaube, sein Held ist auf jeden Fall wertvoller als jetzt hier meine Einheit. Das ist... das muss man halt so auf jeden Fall auch sagen erstmal. So, können wir hier erstmal noch was aufbauen. So, ich wollte mal mit meinen Kriegerleinen nämlich mal hier in diese Richtung gehen. Um da mal das Gebäude mal einzunehmen. Ich weiß nicht, ob man hier unten noch ein Gebäude irgendwo... Hier hinten ist auch noch ein Gebäude. Okay, oh, ich habe sogar relativ viele Rohstoffe. Oh, lol. Hier gibt es immer Arbeit. Ja, da können wir auch direkt das Schatzlager eigentlich gleich mal bauen. Hey, Baumeister, an die Arbeit! Arbeitet an eurer Einstellung! Jo, hier kannst du halt erstmal nichts bauen, ne? Aber gut, brauchst du halt hier erstmal noch ein paar von den Dingern hier. Was? Es gehört uns. Okay. So, und ich würde halt einfach sagen... Ja, dann bauen wir noch einen Baumeister. Was haben wir denn für Helden? Ah, wir haben keine Helden. Aber gar keine. Eingestellt, okay. Auch gar nicht so schlecht. Grundsätzlich. Als Upgrade haben wir noch nicht, ne? Halt, ne, ne. Okay, das ist gut. So, gehen wir schnell mal noch auf der Seite hin. Ja, wie gesagt, ein bisschen intelligenter aufbauen erstmal. Warte mal. So, was haben wir noch? Ja, wir bräuchten halt eine volle Armee. Das wäre halt erstmal wichtig, denke ich. Ja, so, wir können ja mal nochmal schauen, was er denn hier so aufgebaut hat bisher. Komm schon, Baumeister, es gibt Arbeit. Er hat auf jeden Fall Belagerungswerke. Ah, okay, er spielt mit Belagerungswerken. Würde ich natürlich an seiner Stelle natürlich auch so machen. Das neue Gebäude ist fertig. Habt ihr das gehört? Was war das? Bereit? Das Auge beobachtet uns. So, ich brauche auf jeden Fall erstmal so eine Spinnengrube. Die wäre auf jeden Fall jetzt auch noch sehr essentiell wichtig. Dann brauchen wir hier nochmal so ein Dingens. Dann nehmen wir uns mal das Gebäude hier erstmal. Weil wir haben ja noch die verbündeten Spinnen. Und wir haben auf jeden Fall noch das hier. Also den Wächter auf jeden Fall. Wir haben hier nochmal was zum Beschwören. Das ist alles soweit erstmal in Ordnung. Damit kann man auf jeden Fall leben. So, wir haben genügend Rohstoffe, haben wir aktuell erstmal. Wir haben den Feind gefunden. Der Feind ergreift an! Hast du das gehört, das Gebäude? Ja, okay, gut, ja, dann. Sammelt euch! Hier gibt es immer Arbeit! Die Spinnen, ihr wisst, was zu tun ist! Das Gebäude ist fertig! So. Wo ist der Feind? So, Spinnen haben ihr Nest, das ist okay. Dann upgraden wir auf jeden Fall erstmal auch nochmal die Spinnen hier. Und ja, bauen uns hier erstmal nochmal ein Stück nach vorn. Ein kleines Stück nach vorn, das ist natürlich ein kleines Stück. Ein kleines Stück. Wie gesagt, wir haben, wenn er seine Einheit natürlich konzentriert, wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben den Wächter. Er hat natürlich jetzt seinen, Drachen, hat er jetzt auf jeden Fall wieder. Er versucht das Gebäude jetzt hier zu zerstören, dass ich keinen Bonus mehr bekomme. Aber ich glaube, das kann ich sogar danach wieder aufbauen. Aber das ist, ja, das stört mich eigentlich nicht ganz so, muss ich sagen. Wie gesagt, halt überall mal immer mal ein paar Türmchen hinstellen. Dann... So, verforschen wir erstmal das hier. So, die ist immer noch Stufe 1. Das ist auch noch alles Stufe 1. Ja, erstmal vielleicht noch ein paar Spinnen. Die wären gar nicht so schlecht, denke ich mal. Und dann sieht es ja schon mal, ja, ganz gut aus. So, wir haben einen Baumeister, haben wir gerade aktuell noch frei, der gerade noch ein bisschen rumsteht und noch ein bisschen Langeweile, so wie wir sehen, schiebt. Also einfach mal so ein Holzfällerlager nochmal hier in die Mitte reinbauen. Da sind sie. Verteidigt das Lager. Ja, jetzt baut er hier das hier, okay. Könnte ich wieder aufbauen für 500. Ich weiß nicht, lohnt sich sowas? Grundsätzlich. Komm, wir bauen es einfach mal auf. Komm. Kann uns jetzt zerstören. Lol.
Ja, ich denke, er wird, wie gesagt, er versucht mich damit natürlich definitiv ein bisschen zu ärgern halt. Ja, das ist natürlich ganz klar und legitim, alles in Ordnung. Sag ich auch nichts gegen. Ja, toll. Okay, dann breche ich dort den Bau lieber ab. Das ist dann sicherer. Und alles soweit in Ordnung. Ja, okay, gut, kann man mal machen. Baue ich halt wieder nach. Das ist ja kein Problem, damit habe ich kein Problem. Ah, okay. Arbeiter! Hey, die wollen unser Gebäude erobern! Hallo? So, ja, wie gesagt, also wir haben ja hier noch das ganze Zeugs. Das neue so. Gebäude ist fertig. Da sind neue Spinnen geschlüpft. Wir haben viel zu tun. Ist schon groß genug. Unsere Bogenschützen sind bereit. Also hier ist immer noch das Auge Saurons ist hier auf jeden Fall noch drauf. Ich muss mal ganz kurz eine Kleinigkeit nochmal einstellen bei mir. Moment. Ich hoffe, dass ich nicht angegriffen werde. So. Ich habe mir nämlich ein neues Headset gegönnt und ja, das ist kabellos und das war gerade eine Fehlermeldung, dass es zu wenig Akku hat. Gerade erst relativ neu und deswegen, ja. Ja, aber ist jetzt angestöpselt am Strom, von dem her passt das auch erstmal. Okay. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Ja, wir könnten auf jeden Fall nochmal Bannerträger oder sowas in die Richtung, das wäre, denke ich, auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Arbeitet an eurer Einstellung, faulen Säcke! Macht dich nützlich! Macht, was euch befohlen wird! Aber wir brauchen halt, wie gesagt, er muss halt eher jetzt sowieso. Warte mal, wir haben, was haben wir noch? Wir bräuchten auf jeden Fall noch die Kluft. Die wäre auf jeden Fall noch ganz entscheidend. Und er weiß, dass ich wahrscheinlich auch einen kleineren Vorteil auf jeden Fall habe. Macht dich nützlich! So, Bannerträger sind auch schon da. Machen wir jetzt hier mal noch die geschmiedeten, oder? Ja, wir haben ja eigentlich genügend Schaden durch die Rüstung halt auf jeden Fall. Beuterüstung. Ah ja. Okay. So, wir könnten hier noch die Spinnengiftbeutel dann gleich noch kaufen, auf jeden Fall. So, als Held haben wir an sich nur Chandra. Oder Kankra, Chandra. Das Auge beobachtet uns! Wir können sie nicht befehligen! Achtung, Spinnenreiter! Macht Platz! Ihr wisst, was zu tun ist! So. Okay, wie gesagt, wir bauen uns jetzt hier nach und nach alles erstmal auf. Hier noch ein bisschen. So, was können wir hier noch bauen? Können wir das hier irgendwo hinsetzen? Ich würde das ganz gerne irgendwie so ein bisschen dazwischen drängen. Auch wenn das wahrscheinlich nicht so den Effekt hätte. Ja, bauen wir einfach mal dort oben hin. Ich brauche jetzt noch ein bisschen was für die Kommandeurspunkte. Wir haben ja viel zu tun! Oga, oh, da ist Gollum. Aufspielen. Los, bringt sie hierher. Immer wir weiter. Wir haben den Feind gefunden. Beeilung. Sie greifen das Lager an. Immer weiter. Ah ja, dort oben, das ist klar. So, dann hole ich mal halt mal ein paar raus hier. Vergiftet sie, Spinnen. Wir haben das Spinnennest erweitert. Das Gebäude ist fertig. Ja, ich weiß. Oh. Oh, da steht eine ganz schön gute Armee. Hä, lol. Okay. Das Auge beobachtet uns. Sie nicht. Wir haben ihr Lager entdeckt. Beute. Das Lager wird angegriffen. Fresst euch satt. So, wir gehen mal wieder ein Stück zurück. Ja, schade, ich komme da noch nicht so hin. So, jetzt kommt er. Oh, ich brauch den Scheiß hier. Ah, jetzt ist der Wurm hier auch noch. Oh, scheiße. Alter. So, ich muss hier direkt mal nachproduzieren.
Er macht das eigentlich gar nicht so geschlecht und geschickt eigentlich. Ja, okay, schade. Das ist natürlich echt ärgerlich. Hier könnte ich es noch hinsetzen. Er hat halt noch den Drachen gerade. Oh, Kankra ist gefallen, scheiße. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Beenden wir diese Folge und sehen uns in der nächsten wieder. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Bis zum nächsten Mal, tschüss.